Läuft. So, dann fangen wir an, ne? Schön, dass du wieder hier bist in diesem Video. Heute rede ich darüber, über eine Frage, die mir jetzt sehr oft gestellt worden ist und die ich gegoogelt habe und festgestellt habe, dass die Frage scheinbar öfter gestellt wird. Die Frage ist, ob Freimaurer wirklich bessere Menschen sind. Und ich möchte da besonders hier in diesem Video betonen, dass ich niemals für die Freimaurerei im Allgemeinen als Sprachrohr oder sonst was spreche, sondern immer nur meine subjektive, ganz persönliche Meinung auf verschiedene Themen im Speziellen über die Freimaurerei hier an dieser Stelle mit dir teilen möchte. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Es gibt einige Brüder, die das, was ich hier sage, nicht teilen würden, die das nicht so unterschreiben würden und die ganz anderer Meinung wären. Und das ist auch das Schöne an der Freimaurerei. Es gibt kein Schwarz und Weiß, es gibt kein Richtig und Falsch im klassischen Sinne, es gibt meist nicht die eine Aussage, keine Dogmata, sondern das Ganze ist sehr offen und lässt sehr viel Spielraum für Interpretation. Deshalb hier an dieser Stelle meine persönliche Meinung auf die Frage, ob Freimaurer wirklich bessere Menschen sind. Zuerst einmal, was unterscheidet die Freimaurerei von anderen Vereinen? Warum könnte es überhaupt sein, dass Freimaurer bessere Menschen sein sollten? Punkt Nummer eins. Das, was ich oft höre, ist, alle Freimaurer sind bekannt, haben viel Geld, sind prominent, gehören zur Elite oder ähnliches. Dem ist nicht so. Dem ist nicht so, ich kann aber durchaus verstehen, dass dieses Bild existiert, alleine deshalb, weil da natürlich gewisserweise so eine leicht verzerrte selektive öffentliche Wahrnehmung auf die Mitglieder der Freimaurerei vorhanden ist. Allein nicht deshalb, weil von welchen Leuten hört man denn, dass sie Freimaurer waren? Man hat es gehört von Goethe, von Benjamin Franklin, von Mozart, von Lessing, von Theodore Roosevelt, von all diesen Leuten, die halt in der Öffentlichkeit standen oder stehen, aktuell gibt es auch zum Teil. Natürlich Leute, die generell in der Öffentlichkeit stehen, gerade bei denen herrscht ein großes öffentliches Interesse auch für deren Leben, für deren Privatleben. Und gerade da kommen natürlich solche Informationen zum Vorschein und werden öffentlichkeitswirksam oder in der Öffentlichkeit ja, zur Schau gestellt. Das führt natürlich dazu, gerade wenn man das hört, dass man glaubt, dass da irgendeine Kausalität herrscht. Im Sinne von, ah, okay, wenn ich jetzt Freimaurer werde, dann werde ich auch erfolgreich. Oder umgekehrt, die sind nur erfolgreich geworden, weil sie Freimaurer waren. Wenn man da beitritt, dann wird man irgendwie in verschiedene Positionen oder Ränge oder sonst was zugeordnet. Und dem ist nicht so. Kann ich euch sagen. Also ich bin mir natürlich bewusst darüber, dass gerade hier einige in den Kommentaren schreiben werden, ja, und wenn es so wäre, dann dürft das nicht sagen. Oder der wird doch von denen irgendwie dazu aufgefordert, irgendwie Falschinformationen zu streuen. Ich habe alles Mögliche schon gelesen in den Kommentaren und das ist auch legitim, dass solche Kommentare kommen. Ich weiß ja, dass ich das hier öffentlich mache, von daher rechne ich ja schon damit. Aber in dem Moment muss ich einfach daran appellieren, dass du mir dein Vertrauen schenkst. Weil ich bin jetzt seit 6, 7 Jahren dabei, bin durch sehr, sehr viele Logen gereist. In Deutschland, in sehr, sehr vielen großen Städten und habe sehr viele Brüder kennengelernt, digital oder auch im Real Life. Und es ist ganz einfach nicht so. Wir haben ganz normale Handwerker, Elektroniker, wir haben Bürokaufleute, natürlich haben wir auch Ärzte, Anwälte etc. in unseren Reihen, aber es ist keinesfalls so, dass wir entweder nur Wohlhabende aufnehmen, die Elite oder sonst was. Im Gegenteil.
Per se, unter gewissen Voraussetzungen stehen unsere Türen erstmal für alle offen. Jeder, der sucht, kann auch finden. Es ist keine geheime Gesellschaft, man kann googeln und man findet uns. So. Und jeder, der das nicht glaubt, das ist ja das Witzige. Also jeder, der da skeptisch ist und sagt, ihr nehmt nur die Elite auf oder sonst was, googelt doch und fragt mal an, guckt, was passiert. So, das ist doch der Punkt. Und wenn ihr dann eine Antwort bekommt, dann ist eure These in dem Fall ja schon falsifiziert. So, warum nicht selber recherchieren? Ich bin so zur Freimaurerei gekommen, weil ich nicht alles glauben wollte, was ich im Internet gehört habe. Also dachte ich, okay, ich wende mich persönlich an die, die werden es am besten wissen. Also, das ist der erste Punkt. Ich glaube, viele Menschen glauben, dass Freimaurer bessere Menschen seien, weil einfach viele überdurchschnittlich bekannte oder in der Öffentlichkeit stehende Freimaurer Menschen, über die halt bekannt war, dass sie der Freimaurerei angehört haben oder immer noch angehören. Das ist eben verzerrt, ne? Wir haben in Deutschland 15.000 Freimaurer. Die immer wieder genannt werden, die man kennt, sind vielleicht eine Handvoll. Prozentual ist das überschaubar. Ich könnte jetzt statistisch gesehen genauso sagen, wenn man viele Leute, die VW fahren, sind überdurchschnittlich erfolgreich und höchstwahrscheinlich würde ich da prozentual dasselbe rausbekommen. Oder viele Leute, die bei, was weiß ich, Facebook arbeiten, sind überdurchschnittlich, sind die Elite und so weiter. Das trifft wahrscheinlich dann auch wesentlich eher zu. Aber du wirst merken, worauf ich hinaus möchte. Statistisch gesehen ist das einfach nicht signifikant. Es ist ein kleiner Teil von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und enorm bekannt waren, von denen man weiß, sie sind Freimaurer, weshalb das halt dieses Bild in der Öffentlichkeit erzeugt. Punkt Nummer zwei ist, und da muss ich fairerweise sagen, das ist schon so. Eine Sache, die die Freimaurerei unterscheidet von anderen Vereinen, ist, dass die Freimaurerei sich auf die Fahne geschrieben hat, dass sie der Überzeugung ist, dass die stetige Arbeit an einem selbst einen zu einem besseren Menschen macht. Und das ist etwas, ich selber war ja auch in verschiedenen Vereinen aktiv. Ich habe jahrelang Fußball gespielt im Verein, ich habe Kampfsport gemacht, ich bin seit Jahren im Fitnessstudio aktiv. Und das ist eine Sache, wo ich schon sagen muss, okay, darin unterscheidet sich die Freimaurerei schon von anderen Vereinen, weil wenn ich in meinem Fußballverein war, dann hatte ich da die Schnittmenge, also so ein Resonanzfeld von Menschen, die sich interessiert haben für das Thema Fußball. Und da waren viele bei, die sehr wenig Interesse daran hatten, an sich selbst zu arbeiten, in sich hineinzuhorchen und so weiter, sondern die hatten einfach Lust, Fußball zu spielen. Und das ist ja auch vollkommen legitim, denn das ist der Grundgedanke des Fußballvereins. Und wenn jemand in einem Hühnerzuchtverein ist, dann sind da die meisten Menschen, die das Interesse teilen, Hühner zu züchten, was auch legitim ist, weil der Verein maßgeblich dafür da ist. So, da ist überhaupt keine Wertung hinter in dem Moment. In der Freimaurerei jedoch ist charakteristisch für diese, dass da Menschen hinkommen, die sich oftmals die großen Fragen des Lebens stellen, an sich arbeiten wollen. Und mit den Grundgedanken der Freimaurerei oftmals insofern vertraut sind, dass sie davon ausgehen, dass eben die stetige Arbeit an sie selbst sie zu einem besseren Menschen machen kann oder machen wird. In der Freimaurerei nutzen wir dafür das Bild des rauen Steins, das sind wir in dem Fall selbst, dessen Ecken wir mit verschiedenen Werkzeugen, primär dann erstmal mit dem Spitzhammer, abschlagen müssen, um diesen rauen Stein zu glätten, um damit am Ende, wir sagen immer, den Tempel der Humanität bauen zu können im symbolischen Sinne und uns als Stein etwas passender machen können oder vielleicht sogar ja, uns als Stein insofern verändern, dass wir besser in die Gesellschaft passen, indem wir toleranter werden,
mehr Nächstenliebe haben, mitfühlender werden, empathischer werden, brüderlicher agieren. Das sind so Sachen, von denen die meisten Freimaurer überzeugt sind. Ich spreche zwar für mich im Speziellen, aber ich glaube, das ist schon eine Sache, die ich vielleicht, wo man vielleicht sagen kann, da sind die meisten Freimaurer mit d'accord. Auch hier wird es wahrscheinlich Ausnahmen geben. Um jetzt aber zurückzukommen zu der Frage, ob Freimaurer bessere Menschen sind, muss ich sagen, dass man das auf mitnichten per se bejahen kann. Das ist einfach nicht so. Es gibt einige Vereine, es gibt die Rosenkreuzer, es gibt das Christentum, was sich Nächstenliebe genauso auf die Fahne geschrieben hat. Es gibt buddhistische Kreise etc. Und alle, die haben oftmals als ein zentrales Element sowas wie Nächstenliebe, Toleranz oder Achtung oder Empathie gegenüber allen Lebensformen und so weiter. Man kann aber nicht sagen, dass deshalb alle Freimaurer, alle Christen, alle Buddhisten oder alle Yogis per se bessere Menschen sind. Das wäre zu kurz gedacht. Man kann vielleicht sagen, dass ein sehr hoher Prozentteil von denen, von den Yogis, Buddhisten, aber auch Freimaurern, im Gegensatz zu anderen Vereinen, vielleicht den Anspruch haben, mehr an sich zu arbeiten. Und eventuell ist als Folge davon sind auch mehrere Menschen, die sich sehr zum Positiven entwickeln und prozentual vielleicht eine höhere Anzahl als in anderen Vereinen. Aber weder beim Buddhismus noch beim Christentum noch in der Freimaurerei noch bei den Yogis oder in ganz anderen Vereinen wird einem etwas geschenkt. Man wird nicht dort aufgenommen und dann wird ein Zauberspruch gesagt und dann ist man ein besserer Mensch. Das wäre schön. Wenn du einen Verein kennst, wo das so läuft, schreib ihn gerne in die Kommentare. Ich schaue mir das mal an. Aber zumindest in der Freimaurerei ist das nicht so. Es werden einem Werkzeuge mit an die Hand gegeben. Es finden Rituale statt, die das Potenzial haben, dass wenn man diese Inhalte aufnimmt, wenn man die verinnerlicht, wenn man die nutzt, auch außerhalb des Rituals im Alltag, dass man dann enorm wachsen kann als Mensch. Aber man muss es tun. Man muss die Arbeit machen. Es klappt nicht einfach nur, weil man jetzt dort beigetreten ist, dass man sich zum Positiven entwickelt, sondern man muss es machen. Nichtsdestotrotz gibt es schon noch andere positive Faktoren, die damit einfließen, die für mich persönlich meine Entwicklung etwas beschleunigt haben. Und das ist zum Beispiel unter anderem Folgendes. Dadurch, dass alle Menschen in der Freimaurerei, also alle Brüder, dazu angehalten werden, offen zu sein, tolerant zu sein, auch Kritik anzunehmen von Brüdern an sich zu arbeiten, um sich selbst zu einem besseren Menschen zu machen, ist es so, dass oftmals ein sehr offener Austausch herrscht. Darüber hinaus ist die Freimaurerei ein Lebensbündnis. Das heißt, man tritt bei mit der Gewissheit, dass man ein Leben lang dabei sein wird. Das führt auch dazu, dass ich jetzt zum Beispiel die Brüder meiner Loge seit 6-7 Jahren jede Woche mindestens einmal sehe. Und das schweißt zusammen, dass man lernt diese Menschen sehr gut kennen. Und das ist gut, das ist wichtig. Denn wir alle haben verschiedene Masken, die wir tragen. Auf der Arbeit, vielleicht bei gewissen Bekannten, vielleicht in anderen Bereichen, bei Hobbys oder sonst wo. Und das ist normal und das ist legitim. Aber die Menschen, die uns wirklich kennen, können oftmals hinter diese Masken blicken, die wir tragen. Und das ist was, was in der Freimaurerei sehr oft vorkommt. Denn zum einen ist es nahezu unmöglich, jahrelang irgendeine Maske aufrechtzuerhalten. Und zum anderen ist es so, dass ich davon überzeugt bin, dass wenn man die Freimaurerei recht versteht,
dass gerade das in Anführungsstrichen geschützte Umfeld der Freimaurerei prädestiniert dafür sein sollte, diese Maske, die man vielleicht im Alltag trägt, abzulegen und sich so zu zeigen, wie man wirklich ist. Denn genau das ist ganz allgemein gesehen aus meiner Sicht einer der ersten und auch einer der wichtigsten Schritte zur persönlichen Entwicklung. Denn in dem Moment, wo ich mich nicht so zeige, wie ich wirklich bin, und bei vielen Menschen passiert das aus Scham heraus, weil sie glauben, wenn sie sich so zeigen würden, wie sie wirklich wären, wären sie nicht gut genug. Bei ganz vielen Menschen passiert das aus einem Selbstwertthema heraus. Auch bei vielen Frauen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, oder auch bei vielen Männern war es so, dass sie sich im Umgang mit dem anderen Geschlecht oftmals verstellt haben. Nicht, weil sie es böse meinten, sondern aus Selbstwertthemen heraus, weil sie dachten, wenn ich so bin, wie ich wirklich bin, dann will mich ja keiner. Darum verstelle ich mich. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger erster Schritt, die Maske abzunehmen und sich zu zeigen, wie man wirklich ist. Und nicht zuletzt dafür bietet die Freimaurerei einen wunderbaren, geschützten Raum, wo man das machen kann, wo man unter sich ist, zwischen Leuten, die man a. sehr gut kennt und sehr gut kennenlernt über die Jahre, b. die alle sich auf die Fahne geschrieben haben, an sich zu arbeiten, tolerant zu sein und Kritik anzunehmen. Und das ist schon aus meiner Sicht ein sehr gesunder und fruchtbarer Nährboden, der enormes Potenzial hat, um Raum zu bieten für die persönliche Entwicklung als solches. Diesen Nährboden habe ich tatsächlich bisher in anderen Vereinen so nicht gesehen. Das heißt nicht, dass es die Vereine nicht gibt, das heißt nur, dass ich sie nicht kennengelernt habe. Es ist ganz wichtig zu sagen, es wird mit Sicherheit noch andere Vereine dieser Art geben, wo das auch so möglich ist. Bei mir persönlich war es die Freimaurerei, wo ich das gefunden habe, was ich lange gesucht habe. Nichtsdestotrotz, um nochmal auf die Frage einzugehen, nein, man kann nicht sagen, dass Freimaurer per se bessere Menschen sind. Auch in der Freimaurerei sind wir alles ganz normale Menschen. Es sind keine elitären Menschen, die selektiv ausgewählt werden. Und es sind auch keine Menschen, die irgendwie über irgendwelche Rituale oder sonst was irgendwas indoktriniert bekommen und auf einmal Übermenschen sind oder total toll oder total tolerant oder sonst was. So funktioniert es nicht. Es ist harte Arbeit, die dahinter steckt. Es gibt einige Brüder, die diese harte Arbeit auf sich nehmen, und es gibt auch Brüder, die das weniger tun. Und auch das ist legitim. Wir alle können nur auf uns selbst schauen. Wir können hier und da, wenn uns was auffällt, einen Bruder oder einen Mitmensch im Allgemeinen darauf aufmerksam machen. Aber ob und inwiefern dieser jemand das annimmt, ist wiederum nicht in unserem Einflussbereich. Von daher, ich kann die Frage nicht bejahen. Nein, Freimaurer sind nicht per se bessere Menschen, aber für mich persönlich ist die Freimaurerei ein unglaublich toller Raum dafür, um einen selbst zu einem besseren Menschen zu machen. Wenn dir das Video gefallen hat oder du weitere Fragen hast zum Thema Freimaurerei, schreib sie hier in die Kommentare. Ich versuche jedes Kommentar zu beantworten. Wenn dich die Themen im Allgemeinen interessieren, klick auf Abonnieren. Klick auf die Glocke neben dem Abonnieren-Button. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Mach es gut. Bis dahin. Adios.